Moin, liebe Freunde der gepflegten Landwirtschaft. Willkommen zum Vlog Nummer 2. Für mich geht es jetzt zwei Dörfer weiter. Die ersten fangen nämlich heute an zu pflügen. Und ich bin auch ganz schön heiß, mal wieder auf den Acker zu gehen und endlich mal wieder die Kamera rauszuholen. Deswegen habe ich das gleich ausgenutzt und fahre jetzt gleich mal darüber. Mal schauen, wie das da geht oder ob das überhaupt gut geht. Aber ich nehme euch natürlich mit. Ich glaube, ich bin jetzt da. Sieht auf jeden Fall schon mal schwer nach Trecker aus hier unten. Aber heute mal nichts ganz Großes, sondern mehr so was Kleines. Sieht aus wie ein 6M. Was sagen die Profis? So, heute gehen wir ein bisschen pflügen. Mit dem John Deere 6R ist es übrigens. Und einem 4-Scher Querner-Landflug. Der macht sich schon gut hier. Mal gucken, ob der den noch zieht. Mal eine andere Sache. Was haltet ihr davon, wenn ich hier so einen geilen AWM-Sticker hinmache? Kommt bestimmt gut, oder? Ich muss ja sagen, Gülle fahren ist ganz geil, ne? Aber den Geruch von Gülle brauche ich auch nicht jeden Tag. Ist ziemlich sandiger Boden hier, deswegen geht das hier dennoch besser als gedacht wahrscheinlich. Aber mit Feuchtigkeit hat man hier eher weniger Probleme. So, wollen wir mal die Kamera rausholen und mal ein paar Shots taken hier, hätte ich gesagt. Hä? Ja, genug Bilder gemacht für heute. So, von dem Johnny haben wir genug Bilder gemacht. Ich muss jetzt weiter. Mal sehen, wie es die Tage weitergeht. In der nächsten Szene ist es auf jeden Fall wieder hell. So Leute, Mittwoch, 28. Februar. Ich habe gerade Feierabend gemacht und fahre jetzt auf dem Heimweg nochmal bei einem Bekannten vorbei. Der hat jetzt die Tage einen neuen Trecker gekriegt. Der ist jetzt gerade am Pflügen und da wollte ich jetzt nochmal vorbeischauen und ein paar Bilder machen. Ist natürlich auch Kaiserwetter. Da wollen alle Fotokollegen raus. An der Stelle ganz liebe Grüße an meine Fotokollegen aus Bayern und dann auch alle anderen. Ich hoffe, dass ihr jetzt alle auch mal wieder ein bisschen rauskommt auf den Acker und eurer Leidenschaft nachgehen könnt. Wie ich. So, ein Traum mit dem Wetter hier, wirklich. Ich bin ready for Takeoff. Schauen wir mal, ob das hier geht mit dem Pflügen. Aber sieht schon mal gut aus. Der Boden ist jetzt schon mal die letzten zwei Tage getrocknet. Und das Ergebnis sieht ja auch nicht schlecht aus, muss ich ja sagen. Natürlich ist der Schlepphau nichts Geringeres. Als ein 728. Was auch sonst. So, ich habe mich jetzt mal hier auf den Trecker mit drauf geschwungen. Ja, Flori, was machen wir denn hier eigentlich gerade? Hallo, moin. Ja, wir sind am Pflügen gerade mit unserem Schmuckstück. Und wir wollen, ja, mal gucken, vielleicht Ende der Woche, Anfang nächster Woche noch Ackerbohnen sehen hier. Weil die jetzt dann zeitnah in der Erde müssen. Bin ich ganz froh, dass die Befahrbarkeit wieder gegeben ist. Haben jetzt heute mal probiert und ja, schon 7 Hektar ganz gut geschafft. Ja, sehr schön. So, ihr habt erstmal Ruhe von mir jetzt. Ich mache erstmal ein paar nice Aufnahmen. Und die blende ich euch gleich mal ein am besten. Ich finde ihn erstmal richtig hübsch und zweitens ist er richtig wendig und hat Leistung und also ich finde, das ist einfach eine eierlegende Wollmilchsau, muss man einfach mal so sagen, aus dem Hause Fendt. Echt gut. Ja, by the way, ich filme jetzt gerade mit meinem 85mm 1.8. Ich sag ganz ehrlich, ich bin irgendwie so ein bisschen von den Zoom-Objektiven weggekommen, seitdem ich die Festbrennweiten habe, weil es einfach so Spaß macht damit fotografieren, auch wegen der Unschärfe.
Und ich habe ja auch noch einen 70-200, aber damit fotografiere ich eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, gar nicht mehr, aber war schon mal öfter, sagen wir es mal so. Geil. Schreibt auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, wie ihr den neuen 7-28 findet. Das würde mich auch mal interessieren. Ich bin ja eigentlich mehr so alte Schule, was Trecker angeht. Aber der ist schon gut. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es noch sagen soll, ne? Aber ja, der hat es mir angetan. Wenn wir hier Bilder machen, dass wir eine schöne Unschärfe reinkriegen. Oh, schön. Sieht schon echt cool aus, wirklich. Kamera und Drohnenaufnahmen habe ich im Kasten. Seht ihr bestimmt noch dann bei Instagram. Falls ihr Instagram noch nicht folgt, hier Agrartechnik Vera Meissner. Gerne mal abchecken. Liken, kommentieren, Abo da lassen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine Nachricht. Ich bin da immer offen für. Also gerne mal reinschauen. Niedrigdrehzahlkonzept haben sie gesagt. Aber dass er nur auf einem Zylinder läuft, haben sie nicht gesagt. Nein, Spaß beiseite. Hier ist noch so ein schönes altes Dieselrost dazu gekommen. Welchen von den beiden würdet ihr nehmen? Ich bin ohne. Ist klar! Ich finde beide schön. So Leute, ich habe jetzt alles hier an Aufnahmen, was ich brauchte. Klingt nochmal schön. Hallo. Ja, so ein Dieselrost tut es mir auch nochmal an. Wäre schon eine feine Sache. So, ihr hört von mir. Oh, mega. Jetzt habe ich gerade zufällig auf dem Heimweg noch Kalle gesehen. Mit dem Fendt 516 am Dünger streuen. Und dachte, hier musst du auch noch mal ganz kurz anhalten, sonst ist das blöd. Schöne Kulisse. Und die Sonne steht auch schon recht flach. Ich denke, ein, zwei nice Shots können wir hier auch noch machen. Getreide. Und hier ist ein ganz schöner Steinkopf. Das ist auch immer ganz schön nervig, wenn man hier mit dem Grubber drüber fährt. Auf manchen Flächen ist das halt so. Musst du nur schön langsam fahren. Und dann schön aufpassen, dass da nichts irgendwie abbricht oder sowas. Aber bei uns haben auch die meisten in der Gegend eine Steinsicherung an den Maschinen. Also von daher ist das Risiko da etwas geringer, dass da was passiert, aber halt nicht ausschließbar. Boah, also die Kulisse hier ist natürlich echt schon schön. Schön, schön, schön. Wir freuen uns. So, hier ist er gerade hochgefahren. Da merkt man schon, dass so ein 516. Was? Ach so, ja, ja, ich gehe hier weg. Da merkt man schon, dass so ein 516 ein bisschen leicht vorne wird, wenn der Streuer hinten dementsprechend voll ist. Oh, was macht er denn jetzt? Ach so, erstmal aufs nächste Feld. Auch schlau. Da hat man erstmal das Vorende fertig. Aber Hauptsache, Hauptsache ein Casegewicht vorne dran. Dadurch, dass der Streuer jetzt neu ist, stellt er sich quasi komplett selbst ein und hat auch schon Teilbreitenschaltung und sowas. Tatsächlich in der modernen Landwirtschaft eine ziemlich coole Nummer, wie ich finde. Weil halt alles viel effizienter wird und man viel genauer arbeiten kann. Auch schön. Auch ein schönes Feld. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch das Bild, wo ich hier fotografiert habe? Mit dem 920? Und der Drehmaschine, das war eigentlich so eins meiner Favorites, wenn man hier so eine schöne Landschaft hat und man fast ins Nachbarlauf gucken kann. Ja, definitiv eine schöne Kulisse hier. Muss man einfach mal so sagen. Und der Trecker macht sich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht davor. So, Kamerabilder haben wir genug gemacht. Jetzt werde ich auch nochmal die Drohne zücken, weil ich glaube, das kommt hier auch ganz gut. Und dann ist, glaube ich, erstmal Schluss für heute. Vielleicht fahre ich gleich nochmal eine kleine Runde mit. Und dann können wir Kalle nochmal fragen, was der eigentlich hier macht. So, Drohnenaufnahmen habe ich auch gemacht.
soll schicken für heute. Halle ist jetzt auch fertig hier. Letzte Bahn, meiner Meinung. Er fährt hier runter, damit er die Räder sauber fahren kann. So machen wir es sonst auch immer. Heimweg. Ja Leute, ich hoffe, euch hat der Vlog bis jetzt auch wieder gefallen. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Like da oder Kritik. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Bis dahin, macht's gut.